Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, mit dieser Gesetzesänderung stellen wir um von einer pauschalierten Zuweisung der Bildungs- und der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket hin zu einer Spitzabrechnung. Das ist in der Tat eine Belohnung für die Kommunen, die auch in der Vergangenheit oder bislang die Mittel zweckentsprechend ausgegeben haben und jetzt dann auch wirklich die Mittel erhalten, die sie an die Kinder und Jugendlichen weitergeben, während andere Kommunen das nicht immer gemacht haben. Und das ist im Grunde die Ursache dafür, dass dieses Gesetz notwendig, diese Gesetzesänderung notwendig wird. Denn es sind Mittel in Teilen zweckentfremdet verwendet worden. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, an die Gesamtgeschichte. Die schwarz-gelbe Bundesregierung wurde vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert, Regelsätze für Kinder und Jugendliche in prekären Lebenssituationen existenzsichernd oder existenzsicher auszugestalten. Daraufhin wurde das Bildungs- und Teilhabepaket entwickelt, plus der zuführenden Schulsozialarbeit. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es ja tatsächlich ein Mittel zum Zweck sozusagen war oder anders ausgedrückt, nur mithilfe dieser zuführenden Schulsozialarbeit konnte denn tatsächlich auch ein Teil dieser Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket den Jugendlichen und den Kindern zur Verfügung gestellt werden. Die Bundesregierung hätte natürlich auch die Regelsätze einfach anheben können, aber vermutlich wäre das zu teuer geworden, denn dann hätte sie 100% der Kinder und Jugendlichen erreicht. Im Moment sind es ja immer gerade 30%. Und teilweise, es gab ja wohl auch Leute, die unterstellt haben, dass dann, wenn man den Familien das Geld direkt auszahlt, also den Regelsatz erhöht, dass dann das Geld die Kinder nicht erreicht. Mit anderen Worten, die Familien würden das Geld verprassen. Nun, mit dem Bildungs- und Teilhabepaket, das ist nun mal ganz gewiss, werden die Kinder und Jugendlichen nicht im vollen Umfang erreicht. Deshalb haben wir jetzt diese vorliegende Gesetzesänderung. Städte und Gemeinden werden in Zukunft das Geld, die Mittel bekommen, die sie auch wirklich zweckentsprechend ausgeben. Für die Bundesregierung selbst scheint das Bildungs- und Teilhabepaket mehr so eine Art Sparschwein zu sein. Anders ist es zu verstehen, dass der Aufschlag von ehemals 5,4% auf die Kosten der Unterkunft, die KDU, auf 3,4% reduziert wurde, was für Nordrhein-Westfalen ein Minus von 70 Millionen Euro ausmacht. Die Begründung hierfür war oder ist, naja, mehr Mittel werden ja nicht an die Kinder und Jugendlichen weitergegeben. Toll. Anstatt ein Bildungs- und Teilhabepaket verwendungstauglich oder anwenderfreundlich auszugestalten, wird die Summe an sich reduziert, es wird einfach gespart und darüber hinaus wird auch noch die Weiterfinanzierung der zuführenden Schulsozialarbeit, die unabdingbar ist, um dieses Bildungs- und Teilhabepaket überhaupt wirksam werden zu lassen, das wird dann auch noch verweigert. Das ist die Art und Weise, wie der Bund das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenssituationen sichert. Ich nenne das verantwortungslos. Gut, dass wir hier in der Koalition im Land anders ticken. Wir springen ein mit einem Förderprogramm über die nächsten 3 Jahre, 47 Millionen pro Jahr, um eben die Schulsozialarbeit weiterführen zu können. Meine Damen und Herren, neben der Spitzabrechnung, die wir heute nun mit diesem Gesetz auf den Weg bringen, gibt es einmal mit dem 0,18%igen Aufschlag auf die KDU, also insgesamt 25 Millionen, eine für 2014 einmalige weitere Gesetzesanpassung. Es ist eine Unterstützung der Kommunen, die besonders hohe Anforderungen an Willkommenskultur und auch Integrationsleistung haben für die Ankömmlinge aus Bulgarien und Rumänien und die das zu leisten haben. Für diese Kommunen gilt das als Unterstützung. Und wir stimmen dieser Gesetzesänderung und natürlich auch dem Änderungsantrag entsprechend zu. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin, für die FDP.